Das Huawei P Smart Z ist das erste Pop-up Kamera Smartphone aus dem Hause Huawei. Es kommt als typisches Mittelklasse Smartphone mit dem bekannten, aber schon etwas älteren Kirin 710 Prozessor und verrichtet somit gute Arbeit, aber ist nicht ganz so spritzig schnell wie vergleichbare Xiaomi Geräte, die aber zugegebenermaßen auch etwas teurer sind. Das Smartphone betont das große 6,59 Zoll IPS-Display, das sich mit geschreckter Full-HD-Auflösung zwar etwas groß, dafür aber für Videos und Text als ideal herausstellt. Das Design des Gerätes ist solide und das zeigt sich auch im Gewicht, das mit 297 Gramm etwas schwerer ist, als man es eventuell erwarten würde. Als wirklich schwer würde ich es jetzt aber auch nicht bezeichnen. Ansonsten ähnelt es ein wenig den Google Pixels mit einer zweifarbigen matten und glänzenden Glasoberfläche auf der Rückseite. Leider gibt es kein kabelloses Laden, dafür ist aber NFC mit dabei. Auf der Rückseite findet man die zwei Kamerasensoren, wobei nur der 16 Megapixel Weitwinkelsensor wirklich genutzt werden kann und der zweite Sensor mit zwei Megapixeln nur für den Bokeh-Effekt bei Porträts eingreift. Bei guten Lichtverhältnissen ergeben sich damit gute Fotos, denen es aber bei vergrößerter Ansicht etwas an Details und Schärfe fehlt, für die Preisklasse allerdings noch okay. Die Frontkamera hingegen ist mit dem fixen Fokus und seinen 16 Megapixeln etwas einschränkend, sorgt aber immerhin für einen ordentlichen, auf das Gesicht hin optimierten Weißabgleich. Die Videoqualität hat Verbesserungspotenzial, gerade im Bereich Stabilisierung sollte Huawei hier die Software einfach mal aktivieren, die Sie beim fast baugleichen Huawei JY9 äh, verwenden. In Sachen Konnektivität bietet das Gerät alles, was man so braucht: WLAN, ABG, NAC, also 2,4 und 5 GHz, Bluetooth 5, GPS, Glonass und BDS sind mit an Bord. Die Ortungssysteme funktionieren zuverlässig und gut. Dank des großen Displays kann man so das Gerät auch gut als Autonavigation benutzen. Im Gehäuse hat auch ein FM-Radio Platz gefunden, sprich, es gibt für die Antenne und den kabelgebundenen Musikgenuss einen 3,5 mm Headset-Anschluss, der unten angebracht ist neben dem USB-C-Anschluss, der leider nur mit 2.0er Standard daherkommt und dem einzigen lauten, aber etwas weniger kräftig klingenden Monolautsprecher. Ein klassischer Fingerabdruckscanner, der Huawei typisch schnell und zuverlässig funktioniert, befindet sich gut positioniert auf der Rückseite. Dank des großen 4000 mAh starken Akkus hält das Smartphone bei meiner Nutzung locker zwei Tage durch. Manchmal reicht die Energie auch für den Anfang eines dritten Tages aus. Aufgeladen wird es leider ohne Supercharge-Technologie von Huawei und braucht deshalb auch etwas mehr als zwei Stunden für eine vollständige Ladung. Als Software liefert Huawei die bekannte Emu UI, Emotion UI, in Version 9.0 auf Basis von Android 9 aus. Der Sicherheitsstand ist leider etwas älter und bisher kam noch kein Update. Huawei verspricht aber, weitere Updates für ihre Geräte zu liefern und auch das P Smart Z soll ein Update auf Emu UI 9.1 bekommen. Bloatware ist jetzt nicht im Übermaß vorhanden und man kann im Einrichtungsassistenten auch das meiste schon abwählen. Wer aber die Huawei-Tools nicht mag, kann diese nur deaktivieren, aber nicht deinstallieren. Dank des MicroSD-Karten-Steckplatzes kann man ohne Probleme auch seine eigenen Dateien unterbringen. Ansonsten muss man sich mit 64 GB internem Speicher begnügen, bei dem etwa 55 GB bei Auslieferung zur Verfügung stehen. Die 4 GB Arbeitsspeicher sollten im Alltag eigentlich ausreichend sein. Ich habe aber an der einen oder anderen Stelle nerviges Neuladen von Apps bemerkt, gerade wenn man mal in den Browser wechselt und dann auf einmal alles neu geladen werden muss. Hier sollte Huawei also noch etwas nachbessern, um das Speichermanagement effizienter zu gestalten. Eventuell hilft hier auch Emotion UI 9.1 weiter. Ansonsten lief das System rund und Abstürze oder sonstige Probleme sind mir nicht aufgefallen. Kommen wir zum freien Software-Indikator, bei dem von 0 bis 10 bewertet wird, wie freiheitsgewährend das Produkt ist. 0 wäre überhaupt nicht frei und 10 GNU Stormen zertifiziert. Das Huawei P Smart Z kommt genau auf 2 von 10 Punkten. Huawei informiert die Benutzer auf einer extra Seite über die genutzte Software und bietet den Quellcode zum Download an. Nicht angeboten wird jedoch das Entsperren des Bootloaders, was zu einer totalen Abhängigkeit vom Hersteller führt. Insgesamt bietet Huawei eine solide Mittelklasse mit dem Huawei P Smart Z an, die sich bei aktuellen Marktpreisen von rund 250 Euro nicht verstecken braucht. Aber für bereits ein wenig mehr kriegt man mit dem Xiaomi Mi 9T ein Pop-Up-Kamera-Smartphone mit besserem Prozessor, Display und deutlich besseren Kamerasystem, in aber auch einem zugegebenermaßen kleinerem Gehäuse. Softwaretechnisch könnte das Gerät mit Emotion OI 9.1 und vorhandener Videostabilisierung und besseren Speichermanagement in ein paar Monaten auch mit dem dann geringeren Preis eine Empfehlung sein. Aber das muss man erstmal abwarten, so bleibt es am Ende des Tages heute ein Gerät, das zwar durch ein großes Display überzeugen kann, aber kameratechnisch und von der Performance anderen Mittelklassegeräten etwas hinterherhinkt.